Hey Leute, was geht ab? Ich bin Elias und ihr seht hier der Lernstv natürlich mal wieder. Die Länderspielpause, die ist vorbei, war ja leider nicht wahnsinnig erfolgreich für unser Nationalteam, aber es gibt wieder Bundesliga-Fußball und unsere Blackies, die sind morgen hier in diesem Stadion wieder aktiv. Es geht nämlich für unsere Schwarz-Weißen zu Hause gegen den SK in St. Pölten. Es ist die obere Meisterschafts-Playoff-Gruppe, also das heißt, wir haben eine ganz, ganz neue Tabellensituation. Rapid interessiert uns erstmal nicht mehr und St. Pölten hat es ja etwas überraschend für die meisten geschafft, unter die ersten sechs zu kommen. Und ich bin auch gespannt, ja, wie wir uns da tun werden. Kommen wir nochmal kurz zur tabellarischen Situation. Es ist ja sehr, sehr eng, eben durch die Punktehalbierung. Sturm hätte ja 31 Punkte normalerweise gehabt, das wurde jetzt abgerundet auf 15. Das heißt aber bei Punktegleichheit, da wird gleich aggressiv gehupt. Was soll denn das? Das heißt also, bei Punktegleichheit sind wir vor der Konkurrenz. Das gibt eben auch die aktuelle Situation her. Wir 15 Punkte, der WAC 15 Punkte, die Austria 15 Punkte und St. Pölten 15 Punkte. Das Torverhältnis dürfte, ich bin mir nicht tausendprozentig sicher, aber das Torverhältnis dürfte damit nicht entscheidend sein. Das heißt, bei Punktegleichheit sind wir vorne dabei. Also sind wir die besser platzierte Mannschaft. Und auf den LASK sind wir übrigens auch nur unter anderem 8 Punkte, aber das ist jetzt noch ein bisschen, ja, sehr, sehr optimistisch, da wirklich nach oben noch den Blick zu richten. Auf jeden Fall geht es jetzt in erster Linie mal darum, morgen hier zu gewinnen. St. Pölten war bis jetzt ein unangenehmer Gegner für uns, allerdings nicht nur für uns, muss man auch sagen. Ein 0:2 in St. Pölten, ein 0:0 in Liebenau, also es wird langsam Zeit, dass wir Tore schießen. St. Pölten ja mit Ranko Popovic, eine ehemalige Sturm-Kultfigur, die ja auf der Trainerbank sich dort wiederfindet und eigentlich ja nicht so ganz das glückliche Händchen bis jetzt gehabt hat. Auf das setze ich natürlich auch meine Hoffnungen, dass wir eben morgen Anschluss nehmen an unsere bisherigen Leistungen, abgesehen jetzt vom LASK-Spiel. Und dass wir eben da ja hoffentlich nicht zu defensiv auftreten, kann ich mir aber ehrlich gesagt auch nicht vorstellen. Wenn wir so spielen wie zuletzt gegen die Austria vor der Länderspielpause, dann glaube ich, stehen die Chancen ganz ordentlich, dass wir das Ganze auch gewinnen. Personell gibt es den einen oder anderen Ausfall. Der größte Teil der Mannschaft steht aber zur Verfügung. Lackner fällt beispielsweise aus. Husbeck werden wir wohl auch ziemlich sicher oder definitiv nicht sehen. Und ja, hinter Hierländer steht, was ich so mitbekommen habe, noch ein Fragezeichen. Also mal gucken, wie die Startelf dann wirklich aussieht. Wichtig wird sein, dass vorne einer knipst, dass wir dann nicht wieder so lang zittern müssen wie gegen die Austria, aber ich bin da wirklich positiv gestimmt, dass wir St. Pölten zu Hause biegen können. Müssen wir auch, denn eins ist klar, den dritten Platz, den will, glaube ich, keiner mehr in Schwarz-Weiß mehr hergeben. Von dem her bin ich gespannt, wie viele Leute dann auch morgen den Weg ins Stadion finden und hoffentlich reißen sich unsere Jungs zusammen. Und dann wird das Ganze schon gut gehen. Von dem her, schreibt mir bitte in die Kommentare, was ihr dazu sagt. Wie geht das Ganze morgen aus? Holen wir den Dreier oder werden wir uns gegen St. Pölten erneut schwer tun und Punkte liegen lassen? Ich bin sehr gespannt auf eure Meinungen. Und ich würde sagen, von dem her war es das dann auch schon wieder von mir. Und wir sehen uns einfach beim nächsten Mal hier bei der LANZ-TV. In diesem Sinne, euer Elias, auf die Schwarzen und bis dann. Ciao, ciao.